Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute, Freunde, werde ich euch meine ganzen Tattoos an meinem Körper zeigen, was sie bedeuten und ob ich noch vorhabe, mir weitere Tattoos stechen zu lassen. Dachte mir, ich mache mal so ein Video, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, der auch vorhat, sich Tattoos stechen zu lassen. Vielleicht hat ja jemand vor, sich in naher Zukunft was stechen zu lassen. Ich werde euch sagen, wie das ist, das Gefühl danach, worauf man ein bisschen so achten muss. Aber in erster Linie soll es heute darum gehen, was meine Tattoos bedeuten. Weil ich persönlich bin der Meinung, beziehungsweise ich mag es nicht so gerne, wenn man sich Tattoos stechen lässt, die keine Bedeutung haben. Das kann natürlich jeder so sehen, wie er will. Aber ich werde mir nur Tattoos stechen lassen, welche auch eine Bedeutung für mich haben. Ich mag das, wie gesagt, nicht so gerne, wenn man sich was stechen lässt, was keine Bedeutung hat. Aber jedem so, wie er möchte. Jeder darf da seine eigene Entscheidung treffen. Es ist sein eigener Körper. Jeder darf damit machen, was er will. Das möchte ich nochmal vorab sagen. Aber meine persönliche Meinung, ich werde mir nur was stechen lassen, was auch wirklich eine Bedeutung hat. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. Ich zeige euch meine ganzen Tattoos und wofür sie stehen. Fangen wir hier unten an. Hier unten, seht ihr, geht komplett rum. Meine Palmen hier mit dem Strich. Das wird bei der nächsten Sitzung noch ein bisschen schattiert hier zwischen den Palmen. Entweder kommt da so ein bisschen, so Wolken kommen da rum oder ein bisschen Wasser. Das überlege ich mir noch, so Wasser im Hintergrund zu machen. Keine Ahnung, müssen wir gucken, was mir da besser gefällt. Die Palmen, die stehen so ein bisschen für meine Kindheit, weil ich sehr oft im Urlaub war. Ich war auf Mallorca, ich war in Spanien generell, so Pagera, ich war Ibiza, war ich schon. Und da gibt es halt diese schönen Palmen und deswegen habe ich mir die tätowieren lassen, weil es halt ein bisschen so mit meiner Kindheit zu tun hat, weil meine Eltern sehr oft mit mir im Urlaub waren und das wollte ich einfach mir hier auf meinem Körper verewigen. Gehen wir weiter, hier die Uhr, die steht auf... Ich weiß meine eigene Geburtszeit nicht. 6.52 Uhr. 6.52 Uhr, meine Geburtszeit, erklärt sich, glaube ich, von selber. Wollte ich einfach auch auf meinem Körper haben, weil ich finde, so eine Uhr sieht einfach sehr, 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 sehr geil aus. Richtig schön clean. Einfach meine Geburtszeit hier hingeklatscht. Gut. Dann fangen wir an hier mit dem ersten Datum. Das ist das Datum von meinem Opa. Der ist leider verstorben. Da war mein Vater gerade mal 4, also den habe ich gar nicht kennengelernt. Das ist der 24.08.1937. 24.08.1937. Da hatte mein Opa Geburtstag und auch wenn ich ihn nicht kennengelernt habe, wollte ich ihn trotzdem auf meiner Haut haben, weil es ja mein Opa halt. Man hat nur 2 Opas im Regelfall. Deswegen wollte ich den auch unbedingt hier auf meinem Arm haben. Dann geht's hier hinten weiter mit dem nächsten Datum. Das ist auch von meinem anderen Opa. Das Datum, das Geburtsdatum. Das sieht ein bisschen anders aus als das hier, weil hier hat mein anderer Opa noch ein paar kleine Striche am Datum. Hier leider nicht, aber das wird auch nachgeholt. Ich habe am 12.04. oder so, irgendwann im April, habe ich nochmal ein Tattoo, so 1,5 Stunden und da werden nochmal Feinheiten an meinem Arm erneuert, wird ein bisschen nachgestochen, wo Farbe ein bisschen weggegangen ist und da werden hier auch die Striche beim anderen Opa hinkommen. Der Opa, den habe ich kennengelernt, der ist 2015 verstorben, leider, der hatte Krebs und den haben wir betreut. Ein bisschen, also sind mit ihm zum Arzt gefahren, haben mit dem gespielt, so musste sich leider auch eine OP unterziehen, hatte er so eine riesen Narbe am Kopf, dann war er ein bisschen wesensverändert und so, aber da würde ich nicht so gerne weiter drauf eingehen, kann man vielleicht irgendwann mal machen, wenn es wirklich ein paar Leute interessiert, genau, und mit dem habe ich sehr viel erlebt, der war immer mit uns hier oben auf Usedom, das seht ihr, wartet mal, ich drehe das einmal so, dass ihr das sehen könnt, das hier ist die Insel Usedom, ja, da waren wir immer sehr, sehr oft als Kinder, da war ich mit meinem Bruder und meiner Mutter sehr oft im Urlaub auf Usedom. Da ist mein Opa mit uns rüber nach Polen gefahren. Mitten hat uns zum Strand gebracht jeden Tag und alles. Und das wollte ich mir hier auch verewigen. Genau, das ist so hier auch mit dem Schiff und so. Usedom ist halt Ostsee. Und da wollte ich hier oben was Schönes für meinen Opa haben, weil mir auch sehr, 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 sehr wichtig war und immer noch ist. Genau, und da haben wir hier so ein Schiff, hier ein Anker, Kompass, so alles, was so zur Ostsee gehört. Hier so ein Lenkrad von so einem Schiff. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen. Ihr versteht mich da, glaube ich, dass der Opa mir sehr, 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 sehr wichtig war. Er mich in meiner Kindheit auch sehr, sehr begleitet hat, alles mit uns unternommen hat, was nur ging und deswegen war er mir sehr, sehr wichtig und deswegen ist er hier auch auf meinem Arm verewigt. So, dann gibt es nur noch eine Sache und zwar, die geht bis hier hinten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, ich hoffe. Das sind nämlich Engelsflügel. Meine beiden Opas sind leider schon verstorben, meine beiden Omas zum Glück noch nicht. Also ich bin so ein Mensch, jeder kann an das glauben, was er will, das will ich hier nochmal sagen. Aber ich glaube wirklich, dass meine beiden Opas im Himmel sind. Deswegen habe ich mir hier die Engelsflügel auch drauf gekloppt, weil, also ich verbinde halt den Himmel so mit Engeln, so wisst ihr, wie ich meine.
Meine Opas sind im Himmel, meiner Meinung nach. Und deshalb habe ich so Engelsflügel, weil meine Opas halt schon verstorben sind. Deswegen wollte ich die auch komplett hier über den Arm haben. Übrigens hier am Ellenbogen, falls ihr euch da überlegt, ein Tattoo zu stechen, dann müsst ihr wirklich dann sehr doll auf die Zähne beißen, weil am Ellenbogen, das ist ja der absolute Oberknüller, wirklich. Also der Knochen hat vibriert, ne? Ich musste da so liegen. Den einen Termin, den anderen muss ich so hier liegen. Digga, und euer Knochen, der vibriert so, das ist wirklich der Wahnsinn. Engelsflügel, genau, finde ich eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Ich will natürlich auch auf dem anderen Arm noch die Flügel haben, weil ich finde, mit einem Flügel gar nicht fliegen. Ist sehr lost eigentlich, ein Flügel. Deswegen kommt hier auch noch ein Flügel hin irgendwie. Dazwischen kommt noch was. Ich hatte hier vor, auf meinem Arm meine Kindheit unterzubringen. Hört sich zwar jetzt ein bisschen lost an, aber meiner Meinung nach kann sich jeder das stechen, was er will. Und deswegen bin ich auch wirklich am Überlegen, ob ich mir hier nicht meine Kindheit drauf kloppe. Meine Kindheit war Yu-Gi-Oh!-Karten. Meine Kindheit war Cristiano Ronaldo, der mich bis heute noch begleitet. Ich weiß nicht, ob ich da mir ein Gesicht oder so von seinem Jubel oder irgendwas hier drauf kloppe. Ich möchte irgendwas mit Schalke vielleicht noch auf dem Arm haben. Alles so, was mich in meiner Kindheit begleitet hat. Irgendwas mit Fußball würde ich hier gerne drauf haben. Ich habe auch noch was vor hier auf meiner Hand. Ja, aber dazu sage ich erstmal nichts, weil das noch nicht wirklich feststeht. Wobei ich das eigentlich so, sagen wir mal, zu 80% gerne machen würde. Aber aus einem Grund, den möchte ich so öffentlich nicht sagen. Vielleicht irgendwann mal. Genau, und dann auch mit den Flügeln wieder hier, weil auch bei beiden Armenflügel sieht wirklich definitiv geiler aus. Hier, irgendwann habe ich vor, an meinem Herzen so meine Eltern, irgendwas mit meinen Eltern zu machen. Datum finde ich aber nicht so cool, weil das hat jeder einfach von meinen Opas. Die Daten habe ich hier. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber wenn ich dann hier auch noch die Daten von meinen Eltern und irgendwann noch von meinem Bruder oder so mache, dann habe ich irgendwann meinen kompletten Körper voller Daten. Und ja, dann kann ich mir das auch irgendwann gar nicht mehr merken, welches Datum für wen ist. Nein, war natürlich nur ein Witz. Aber ich finde das nicht so schön so. Dann hast du 5 Daten oder so auf deinem Körper. Ich hatte überlegt, vielleicht die Sternzeichen oder so von ihnen hierhin. Dann, das ist mal was anderes. Ansonsten muss ich mal schauen, was ich sonst so mir noch tätowieren lasse. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Tattoos habt oder ob ihr vorhabt, euch tätowieren zu lassen. Und wenn ja, wo? Würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe es in meinen Vlogs schon immer angesprochen. Beim Tätowieren, das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl. Es gibt Stellen, die tun nicht so weh. Zum Beispiel hier oben, wo ihr ein bisschen Speck habt, wo ein bisschen mehr Haut ist. Ellenbogen ist eine absolute Katastrophe. Hier unten war auch eine absolute Katastrophe. Hier innen soll wohl auch sehr, sehr schmerzhaft sein. Achso, habe ich vergessen zu sagen. Für meine Omas mögen eigentlich beide gerne Blumen, dann war ich am Überlegen, ob ich hier Rosen hinkloppe, damit der Arm komplett voll ist, dann habe ich hier meine Opas, meine Omas, meine Geburtszeit, also mich so mittendrin, meine Familie generell, so mit Mallorca, mit meinem Urlaub und so, und hier hätte ich dann ja die Omas, muss ich mal gucken, fände ich eigentlich sehr schön, wo ich Rosen eigentlich bei Männern nicht so feier, aber für meine Omas würde ich das natürlich machen, ist ja überhaupt keine Frage. Hier oben am Oberarm ging auch, das war völlig okay, so das Tätowieren, aber hier, sobald es an Stellen geht, wo ganz dünne Haut ist, das ist, ja, da müsst ihr schon wirklich gut auf die Zähne beißen, hier war auch schlimm, hier ging es dann wieder Oberarm, sobald es hier am Rücken ging, da ist die Haut jetzt auch nicht so doll, tat es auch ein bisschen weh, aber man kann das alles aushalten, Freunde. Und ich habe immer im Hinterkopf behalten, ich mache das für meine Opas, ich mache das für meine Familie und da nehme ich gerne solche Schmerzen in Kauf. Nach dem Tätowieren ist zum Beispiel in meinem Fall der Arm, war dann schon ein bisschen so am Brennen und so. Ihr müsst das dann abwaschen unter lauwarmem Wasser, ein bisschen so und nicht so doll reiben, wisst ihr, weil sonst nicht, dass die Farbe ein bisschen abgeht. Also die kann nicht komplett abgehen, aber dann verblasst das schneller, meiner Meinung nach. Deshalb wascht das ruhig ein bisschen lockerer ab mit lauwarmem Wasser, cremt das immer schön ein, das ist auch sehr wichtig. Und dann sollte das so nach 3-4 Tagen, soll es auch gar nicht mehr wehtun. Der Moment ist nur nicht so angenehm, wenn es dann wirklich anfängt zu heilen, dann juckt das wie Sau. Ich bin da auch schon immer so ein bisschen so drüber gegangen, dann wenn es juckt. Bei mir ist jetzt alles abgeheilt, hier tut auch nichts mehr weh. Ellbogen juckt ab und zu mal ein bisschen, aber dann kann man auch so ein bisschen so drüber gehen, ein bisschen mit Fingernägeln, aber mehr auch nicht. Ja, Freunde, ich würde sagen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir auf Insta, schreibt hier unter dem Video einen netten Kommentar, würde mich sehr freuen. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr neu seid. Ich hoffe, euch hat das Video unterhalten, ein bisschen weitergeholfen für die, die es interessiert hat. Danke, dass ihr bis zu dieser Stelle hier geschaut habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Jungs. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.